Folge 2 von Gears Tactics. Wir haben eben mit Diaz und Cid die erste Mission geschafft und jetzt hier lauter Kram gekriegt, nämlich Common Case. Was ist denn das hier? Ach, das haben wir auch noch Zeug gekriegt. Hair Trigger, Ammo, Accuracy Bonus. Okay, das wird uns bestimmt gleich erklärt, wie das geht. Jedenfalls mit knapper Not den Hammer of Dawn Schlägen entkommen. Dem Hammer der Morgenröte. Look around, Diaz. War's not over. We need to talk about Prescott's mission. This grub, named Zukon. Save it. I fix things now. And that's it. Shit. The bunker. No blast marks. Collateral damage. This wasn't the hammer. No, it wasn't. Donny. This was Zukon. Oh nein, der Mann mit dem Familienfoto, den hat's auch erwischt. Würde ich ja nie machen, wenn ich bin merke, so, dass ich bin so ergriffen. Bin. Nie so ein Familienfoto zeigen, dann erwischt sich auf jeden Fall. So this is the grease pit you traded your command for. Comms work in this dump at least? Let's hope not. Das hat schon sehr auch von StarCraft 2 was, ne? Lieutenant Colonel Diaz, it's been too long. It's Sergeant now, Chairman. Hope this was worth dodging your hammer strikes for. Yes, well, I'm glad to see your time in the motor pool has indulged your talents. Open it. You're looking at the only known photos of a locust called Zukon. The enemy's resident geneticist. A monster who makes monsters. Corpsers, Brumots, his work. We need him eliminated. I don't run ops anymore. Not after Gatka Ridge. Sulking won't undo the past, Diaz. You want to save lives today? Stop squandering your tactical gifts and take Zukon down. Before he creates something even worse. I can't offer you much. No personnel, no resupply. Hold up. If this grub's as dangerous as you say, I need equipment. Soldiers. An army. Oh, you always were resourceful. Recruit whatever gears you find and figure out the rest. Thanks. As for your incident in Gatka, try to do better this time. Oh, Chef des Monats, ey. A heartwarming reunion. If we do this, you work for me, not Prescott. Got it? You're the boss, motor pool. Come on. Let's find some more gears. Ah, stimmt schon. Das ist, glaube ich, schon auch sehr was für Leute, die StarCraft mochten. Also ja. So dieses mit dem Storytelling. Ich meine, er sieht ja auch total Rainer-mäßig aus. Ja, ja. So, Skill Points habe ich bekommen. Promoted Level. Okay. So, the convoy is your mobile base of operations. Okay. Recruits. Okay. Customize. Ah. Coltrane! Geil. So, one new reward to claim. Retro-Lancer-Mod. Okay. Okay. Haben wir es abgesprochen? Hallo, ich arbeite hier im Skript.
So, was? Barracks. Und jetzt kann ich hier quasi dem Sid eine Primary Weapon. Eine Mod in die Waffe reinpacken. Was war denn das für eine Mod? Magazine. Die ist equipped. Hier. Plus. Hier, die hast du. Accuracy, kannst, aber die minus kannst du reinpacken. Ammo. Aber die ist eins weniger Ammo. Und hier. Das ist equipped, default. Und dann ist aber hier. Das ist gar nichts. Passive Skill, Hair Trigger. Okay, bietet einen neuen passiven Skill. Schau mal, da auf der rechten Seite stand auch, was es war. Gehen wir nochmal kurz drauf. ich zeige auf dem Bildschirm, ist auch so dumm. When this unit uses the shoot ability, it gets 5% chance to shoot the same target again. Ah. The effect does not occur if the weapon does not have enough ammo. Okay, was können wir dem Gabe geben? Magazin. Ach, das ist hier Expert Mag. Ja, das ist doch einfach nur bessere Accuracy. Oder eben einmal weniger. Da würde ich, also für das bisschen Accuracy, da würde ich eher einmal mehr Ammo drin haben. Ja. Ist ja voll geil, dass man die so ausrüsten kann, ey. Und vor allem, das war jetzt nur die Waffe. Jetzt kann ich da ja. Da gibt's ja auch. Ja, wir haben halt noch nicht so viel Ausrüstung. Alter. Was hast du hier noch mit den Farben? Was kannst du da noch? Mit der Rüstung und so? Was ist das hier? Upper, okay. Achso, das ist Kadetten. News. Ach, das hat der Dings. Achso, es wird schon jemand anders benutzt. Genau. Aber dann lass ihn doch das. Dann lass ihm doch die ja. Veteran Armor mit den 30 mehr Health. Aber du kannst die Farben ändern, ne? Kannst du gleich mal auf GameCube-Farben stellen. Gibt's das? Crimson? Wieso ist denn Crimson dunkler als Bright Red? Das kann ich dir nicht sagen. Red. Gottes Willen, ey. Lass mich raten, das kann ich das jetzt einfach machen oder kostet mich das irgendwas? Nö, ja, das kannst du einfach machen. Aber ich würde eher die Grundfarbe, also das ist ja so flächig, ich würde eher die Zweitfarbe schauen, dass man da was anderes macht. Also eher die Zweitfarbe als was Grelles machen und die Grundfarbe eher was Dezenteres. Kann ich das nur bei ihm machen? Kann ich das bei allen machen? Was kannst du an Metallen noch ändern? Kannst du auch quasi meine Armee persönlich einkleiden, wie ich lustig bin. Kannst du das noch matt machen? Alter, bist du bescheuert. Ah, geil. Cool. Das kostet mich nix. Naja, hallo, das möchte ich auch erwarten. Ist doch bei XCOM auch. Was soll denn das kosten? Meinst du mit Mikrotransaktionen oder so ein Scheiß? Naja, oder halt irgend so eine komische andere Währung, die man so farmen muss. Also das wäre ja wohl... Nee. Compositive Metal. Sah geil aus. Das ist ja abgefahren. Hör, was ist das? Achso, okay. Alter. Ja, habt ihr noch ein paar Folgen Zeit? Wir machen den irgendwann demnächst weiter. Wir kriegen doch da noch 1000 andere Soldaten. Gottes Willen. Okay, warte mal, aber ich habe hier noch hier Blink, jetzt noch Level 2. Muss ich noch irgendwie noch Skills jetzt geben? Naja, ich glaube, das ist aber. Das ist nochmal irgendwo zurück, weiter zurück. Schau mal, Appearance. Ach, da kann man auch nochmal, hä? Aber das davon sieht man doch gar nicht. Achso, das sieht man da so drunter. Ah, okay. Ja, geil. Cool. Trashball. UIR. Aspro Fields. Ich habe sogar, glaube ich, dieses Aspro Fields Buch habe ich ja sogar irgendwo. Was da los war. Was ist mit seinen Schuhen und. Helm? Hier, hallo? Auf der halben Strecke stehen bleiben, oder wie? Was sind diese Standards? Achso, das eine, wir haben halt noch nicht genug Zeug, ne? Also. Ja. Gott, das, wenn man so alles umstellen kann, ey. Vor allen Dingen für eine Figur, die man halt winzig klein sieht. Ist ja Hammer. Aber jetzt hier. Seine Tasche bewegt sich sogar, wenn er sich dreht, ne? Ja. Passiver Skill. Command, genau. Career Stats. Aber das hat jetzt erst, ich schalte damit keine neuen Skills erstmal frei, oder? Weil das hier mir die ganze Zeit blinkt. Nee. Ja, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Zwei, schau mal, der hat zwei passive Skills. Ja, achso, das ist dieser Hairtrigger, genau, durch den Weapon Skill. Aber kannst du den auch aufwerten? Wo würde man das machen? Vielleicht. Das weiß ich nicht.
Weil ihr kriegt jetzt von mir hier auch. Wird hier entsprechend eingekleidet, hä? Wo ist denn da der Accent? Den sieht man gar nicht. Ach, das soll er seinem Commanding Officer erklären. Gut, wir müssen jetzt, warte mal, wir können doch auch Leute, können wir Leute recruiten? Noch nicht. Noch wir müssen nicht. Ja erstmal Leute zusammensammeln. Dann Missions. Act 1, Chapter 2. Complete the mission without a gear being downed or killed. Okay, die können also auch sterben. Because of course they can. Nee, also die Story-Gears können nicht sterben. Also du kriegst später wohl so, wie bei dem neuen XCOM. Ja. So geil, dass sich die beiden Spiele so krass ähneln. Jetzt mal von manchen Gameplay-Unterschieden abgesehen. So our recruiting options are thin. Our best bet for Gears is Echo 5, a mop-up unit stationed nearby. Let's pay him a visit. Ja, also du kriegst wohl später so Verbrauchsgears, sage ich mal. Die können dann auch mal sterben, aber es, ja. Die Story-Gears, die sind Karma festgelegt. Halt. Ja. Gonna need to commandeer this whole platoon for our little grub hunt. That won't go down easy. Don't you worry. Been working on my recruiting pitch. Ich habe sogar eine Zwischensequenz in das Zeug an. Ja. That's what I'm afraid of. Up ahead. Hey, over here. Gears. Okay, cupcakes. Listen up. Everybody in one piece? We're looking for Echo 5. That's us, sir. Grubs just ambushed our unit half a click up the road. Came out of nowhere. All right, you're with us now. Let's go find your people. Sure as hell hope there's a squad left to recruit. Cool. That Mulcher. It's even a Nasher. Damn. No one's left. Let's check out the ambush site. See if there's any sign of those gears. Roger that. Okay. Ist ja eher mal näher ran. Was hat sie denn da für eine Spezialfähigkeit auf der 4? Grubs are still here. Chainsaw. Take them out. Das war gerade was anderes. Warte mal. Also kann ich sie denn jetzt nicht ausfallen. Da rechts und links sind übrigens Kisten. Siehst du das? Einmal links eine weiße Kiste und rechts eine blaue. Naja. Wieso kann ich sie denn jetzt gerade nicht? Sie hat keine Bewegungspunkte mehr. Also. I've got Overwatch. Ach, seine Taschenlampe sieht man ja auch hier. Jetzt sehe ich das gerade erst. Mhm. Ist ja geil. I'm ready. Alle machen Overwatch. Scanning now. Was war denn der Mulcher nochmal? Maschinengewehr. Wie so eine Minigun. Ah, okay. Was hat der gemacht? This will be good. So. Aha. Jetzt kannst du aber auf jeden Fall ein bisschen über die Ecken arbeiten. Ja. Das kostet mich jetzt hier, bin ich quasi dann schon leer. Also genau. Hier wird ein Schuss fällt und da könntest du schießen. Hin, ja. Ja. So. Bist aber natürlich auch im Feuerfeld von jedem drin. Der hat aber eine Frag. Vielleicht kannst du eine Frag irgendwo hinwerfen, wo ein paar mehr. Erwischt werden. Ah, schade, ich bringt die aber auch nicht um. Hä, wieso bringt das die um? Achso, je näher das quasi am Epizentrum von der Explosion ist. Ja, das hat mehr, desto mehr Schaden macht. Aber eigentlich müsste ich ja quasi die am besten ausschalten. Und am besten sogar noch den, aber das ist zu teuer für nur einen. Ja. Das einfach erschießt. Klappt nicht. Aber würde zumindest das Dings brechen.
Aber sie sind ja nicht, ihr Overwatch reicht ja nicht auf irgendeine von deinen Figuren ran, oder? Zeig mal. Zählt das bis zu deinen? Noch nee, nicht. Die sind ja alle, die sind ja alle nicht im Feld. Ich laufe jetzt rum und versuche quasi nochmal. Welcome. Sehr gut. Da bist du aber auch ganz schön, da können alle ganz schön reinballern in dich. Meinst du? Na ja, guck mal, wie viele Gegner dich erwischen. Aber weiß heißt quasi, dass ich angeschossen werden kann. Ja, du kannst anschießen und die können dich anschießen. Geh ich an dir. Sehr gut. So wird's gemacht. Copy. Bis hierhin. Ja, das ist okay. Here we go. Dann will ich jetzt auch mal auf einen schießen, nämlich auf den. Hervorragend. Kurz und sinnlos. Sag mal. I'm here. Immerhin schließt du dir eine Deckung da so ein bisschen weg. Jetzt habt ihr mich doch überredet, die Granate zu benutzen. Was ist denn das? Plant Grenade. Ach geil, können wir auch mal. Du hast halt mit ihm eh nur einen, ne? Einen Schuss. Aber vielleicht so, dann sind die beide abgelenkt. Also, throwing a grenade. Dann müsste ich mit der Dings, mit der Shotgun näher ran können. Die haben jetzt gerade keine Overwatch. Das ist noch eine halbe Deckung. Das ist alles eine halbe Deckung. Was hat sie denn noch? Was ist denn das hier? Cloak. Skills and Interactions. Das heißt, ich könnte das quasi mit ihr nach hinten ziehen, aber ich glaube, da sind zu viele Gegner da. Zu viele. Ja. Also ich würde nicht mehr als einen Punkt mit ihr vergeuden und dann auf Schießen setzen. Setting up a perimeter. Ja, das war jetzt dumm, als machen wir ja, jetzt wollte ich gerade sagen. Komm ich mal dann weg. Ja, damit werde ich von der Seite geschossen. Ah, scheiße, und die sitzen natürlich super für die Granate jetzt zusammen da, hinter ihrer Deckung. So, wunderbar. Ja, ich kann jetzt zumindest mal hier mit, wie heißt der denn überhaupt? Tyrone Wolf Shepherd. Knallt mir mal den hier bitte ab. Oh, ist dieser Fetz, Alter. So, und dann. Da haben wir alle Schussfeld auf den, das ist dämlich. Dann lieber. Wenn du hinter einer guten Deckung bist, ist es ja auch nicht so wild. Die sind ja auch ewig weit weg. Obwohl, den kannst du, guck mal, den kannst du noch nehmen. Der wird nicht so weit vorkommen. 10% Trefferchance. Ja, nee. Dann mach lieber Overwatch. Na, oh Mann. Ich hab mich verklebt. Ast rein. Again what learned. So. Guck mal, mit der Gnasche hat er natürlich auch nur 3 Schuss drin. Den kannst du halt nicht bewegen jetzt. Ja. Sei denn, du machst den. Warte mal, hast du 2 Overwatch? Nee, das ist nur ein Overwatch. Nimm doch die Pistole und hau den zumindest weg, dass du ihn in Deckung bringen kannst. Dann laufe ich jetzt davon. Kicking up dirt. Oh. Achso, ich nehme mal wieder die. Quatsch. Ich will erst die Retro-Lancer. Retro-Lancer. Eyes open. Well, I. Eyes open. Well, das ist ja geil. Hammer. 21%. Wie kann ich die denn durchschatteln? Geht das nicht irgendwie? Gegner durchschalten, meinst du? Ich hab nur den einen. Du hast, genau. Also es gibt eine Taste dafür. Auf dem Gamepad gibt es eine Taste dafür, aber den kannst du. Du kannst mal versuchen, 2 auf den raufzuhauen und zu gucken, ob du mit dem 21% weiterkommst und danach setzt du auf Overwatch. Missed him! Ja, war so das Wort Mist. Ammo's low! Jetzt Overwatch. Keeping watch. Okay. Dann schießt er auf sie. Aber es ist ja ein Deck.
Ein bisschen Risiko ist immer. Sie hat eine Granate dabei. Wenn du sie nach vorne bringst, die Granate auf die zwei Typen da hinten wirfst. Stimmt, ja, gut aufgepasst. Das sollte die? Das Problem lösen. Eliminated. Jetzt ist nur noch der eine da vorne, das heißt, du kannst sie. 10%! Oh, das wird nichts. Lieber Overwatch. Here they come. Guck mal, jetzt hätte der eine da hinten, der zurückgezielt. Schon geahnt, oh nein! Ja, den kannst du aber mit dem anderen retten, genau. Very nice. Das ist ein geiler Lacher. Super. Standing by. Nimm mal von Diaz die Heilungsgranate auf irgendjemanden, der beschädigt ist, damit sich die schon mal, dass die ihren Cooldown startet. Ja. Sid ist, naja, der andere Typ ist noch im Arschiger. Oder du stellst es halt nebeneinander, ne? Kannst den anderen Typen ja. Oder ja, noch bringen Sid nach da hinten. Und dann die Heilungsgranate auf beide rauf. Look alive, Soldier! Das ist ganz schön schwach, ja. Muss man upgraden. Das ist bestimmt. So, du machst mir jetzt Overwatch. Setting up a perimeter. Das ist so befriedigend, Leuten Overwatch-Befehle zu geben. Du musst nachladen. Das ist nicht befriedigend. Ready for more. Aber für ein Overwatch-Setzen reicht's noch. Scanning now. So. Ich finde es halt so geil mit diesen Overwatch-Cones quasi, diese Kegel, weil das ja wirklich wie im Shooter mit, ist. Mit diesem, man setzt die fest und versucht dann, sich außen rum zu bewegen. Ja. Showtime, so, people. Jetzt kann ich aber hier. Das ist jetzt keine so gute Deckung. Vielleicht ich würde es trotzdem machen. Yep. Ich meine, du bist ja voll aufgeladen, ist ja nicht so wild. Die können dich ja nicht sofort killen. Siehst du? Warte, Moment. Eigentlich würde ich den. Ach, jetzt bin ich schon wieder auf Null. Ja. Unten. Aber. Du könntest mit ihr vorgehen und. Ja. Ah, das heißt. So habe ich einen Schussfeld, aber dann laufe ich in sein. Ja, aber warte mal. Du hast ja immer noch den einen Typen, der ist. Ach, nee, der ist gedownt, oder? Der eine ist gedownt. Ja, das ist okay, aber dann ist ja egal. Dann lauf doch so, dass aber du kann ich ihn erwischen kannst. Kann ich ihr denn nicht. So meinst du? Nee, nicht da. Aber ich wäre doch jetzt sonst. Hätte ich ja den auch gedownt, dann hätte ich quasi noch mit jemandem anderen. Ja, aber wie willst du sicher gehen, dass du den downst? Aber siehst du, dass die den einen. Die läuft unnötigerweise jetzt rechts an die Kiste. Ja, mach doch erst einen Schritt da. Achso, genau. Ja, stimmt. Und jetzt zieh's nach vorne. On my way. Ja, toll, jetzt kostet mich das dein dritten. Das glaube ich den. Ja, scheiße. Aber geht trotzdem lieber in Deckung. Yes. Ich dachte halt, dass man das quasi dann schrittweise im Pfad ziehen kann, aber kann man das nicht. Nee. Du hast halt eher den Retro-Lancer, oder? Dann setzt ihn doch so weit, wie du mit zwei Schritten kommst und setzt einen Schuss drauf. Nee, der ist doch gedownt, das ist doch egal. Yeah, show him! Das kostet mich zwei. Ja, zwei ist ja okay. Dann kannst du danach den. Aber das ist ja halt wieder diese scheiß Holzdeckung. Das braucht aber auch zwei, drei Schuss, bevor die weg ist. So schnell geht das nicht. Ach komm. Ja. Better run. Time to make a move! Ah, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Ja, sonst kann ich sie nochmal schießen. Ach, schon alles gekostet. Okay. Red Burn. Da bin ich im Cone drin. So krieg ich die nicht tot.
kriegst den eh. Also ich würde den nicht so exposed hinstellen. Lieber sich ein bisschen langsamer ranarbeiten. Ach, guck mal, da geht's noch. Ja. No contacts. Go ahead. Kannst du hinten rum an das Ding, an ihn ran? Könnte klappen. Passt mich halt irgendwie. I read you. So. Aber das UI ist auch so geil mit diesen ganzen Sichtlinien und so. Das ist schon alles sehr, sehr clever gemacht. Gut von XCOM geklaut. Wenn ich hier reinlaufe, dann werde ich beschossen, oder? Nee, weil sonst wär's da wär's sonst rot, glaube ich. Mach mal einen. Ich wollte gerade sagen, mach mal einen Klick daneben, dann würdest du sehen, ob du beschossen wirst, aber. Genau. Aber jetzt kann ich ja nicht auf ihn so, schießen. So, jetzt aber. Doch, doch. Achso, nee, stimmt. Nee, nee, kannst du nicht, weil das würde dann. Du könntest aber den. Genau, den kannst du auch schießen. Genau. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber gut zu wissen, okay. Das geht also nicht. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Dass man da eigentlich nicht fliegen darf. Time to get to work. Aber jetzt doch. Ja, aber das nicht mal Overwatch geht. Need ammo. Ui, da hat er aber Schwein gehabt hier. Ready for Jawohl, das kannst du sogar clearen. Was ist das denn passiert? Nein. Jetzt laufen wir alle hier zu dem. Jetzt müsstest du aber mal gucken. Der eine hat irgendwie seine Gesundheit nicht komplett zurückbekommen. Schau mal, ob du den auf den noch die Granate, die Heilgranate werfen kannst. Das ist der falsche. Der ist eh schon durch gerade eben. Diaz kann nicht mehr. Ja, dann mach erstmal einsame Runde. I'm listening. Was ist das denn? Das sind diese Kisten, die du nach der Runde öffnest. Jetzt war rechts unten noch eine. Also hier ist noch eine. Ja, aber damit löst du vielleicht schon was da. Soweit darfst du nicht mit ihm. Er ist schon verbraucht. Yep. Hier, ein bisschen runter hier unten. Der darf auch nicht mehr so weit. Wieso darf der nicht so weit? Der kommt nicht so weit. Also er kommt mit seinen drei Punkten nicht so weit. Also es gibt... Das ist das Maximum. On the move. On the move. Ja, dann lassen wir Sid doch jetzt hier erstmal kurz verharren. Here comes trouble. Grubs, 12 o'clock. Scheiße, haben wir schon das nächste ausgelöst. Ratchas! Ach du Scheiße. Fuck. Und die Einheiten sind schön verteilt. Perfekt. Mein Vorschlag wäre eher zurückziehen. Ja, wohl, warte mal. Hast du vielleicht mit Sid bist du vielleicht nah genug dran? Vergangen sind. Make it count. Aber ich kann es doch erst draufschmeißen, wenn es offen ist. Ja, kannst du erst. Das heißt, Sid lässt du da, stellst ihn für die Runde auf Overwatch, wenn es soweit reicht. Ja. Nee, stellst richtig auf das Loch. Auf das Loch? Ja, gut, die werden ja wahrscheinlich da rauskommen. Daumen drück! dann. Aber ihn auch zurück und dann Overwatch. Ihn eher weiter zurück, genau. Das kostet mir 2 Punkte. Proceeding on foot. We're covered here. So, du holst jetzt den Shit hier mal. Nochmal eine Runde? Och Mann. Ich glaube, weil du da einmal rübergegangen bist. Das war's eher. Scheiße, der steht doof. Ja, für den wahrscheinlichen Fall, dass hier einer langkommt. Ja. Das ist der Meister des Overwatchens. Der guckt halt immer da, wo gar nichts ist. Und sie ist halt da hinten. Sie kann eigentlich irgendwo da vorne in Deckung. Ja. Oder hinter diesen Steinbar. Wo werden die denn langkommen? Die werden halt. Die kommen den Weg da runter. Ja, das sind 3 Punkte. Nee, das ist zu weit. So, ja, dann setz sie da hin und Overwatch, genau. Scanning now. Ach, guck mal, weil sie eine Shotgun hat, reicht das denke ich auch nicht so weit, ne? Siehst du das? Der Overwatch von den anderen. Dafür ist ihr Check-Cone, also ihr Kegel, ist breiter. Dürfen die sich noch bewegen, wenn die rauskommen? Ja. Ach komm. Shit.
Ach komm. Ja, zumindest. Scheiße, für Sid sieht's gar nicht gut aus. Aber theoretisch würde ich noch einmal. Ach, der Overwatch spielt jetzt, ne? Ja. Okay. Wo ist denn jetzt hier? Dann stellen wir jetzt dahin. Dann werden wir ihn schießen. Shit. Nochmal. Nochmal. Shit. Oh, siehst du diese geilen. Hast du gerade diese geilen Spiegelungen gesehen? In der Pfütze? Alter. Ja, das ist halt auch nicht so geil, aber mein Gott. Wenn du kannst, mit ihr kannst du natürlich tarnen und versuchen, ein bisschen eher hinten rumzulaufen, ne? Ja. Eigentlich müsste ich irgendwie jetzt ist noch zu spät. Schaffen, den abzulenken mit Diaz. Also mit Diaz, den kriegst du nicht so vor. Weit. Nee, kommst du nicht. Aber eigentlich und vor allen Dingen, du kannst ihn ja auch nicht ablenken. Oder hast du diesen, ist auf dieser Snap, oder Snap, wie die heißt, Pistole, ist dieser Ablenkschuss immer drauf? Ist das ein Feature von der Pistole? Ja, okay. Hm. Oh, dann kann ich ihn doch, schau mal. Ja, aber 10% Hitchance, na, viel Erfolg. Na, mach mal. I'd like that one back. Naja. I'd like that one back. Okay, dann schießen wir jetzt hier auf den, das bringt wenigstens was. Thinning him out. Und dann machen wir noch Overwatch. Und zwar eher in diese Richtung. On it. Ich weiß halt, ob sie sich vorwagen. Die Sache ist, wenn ich jetzt mit ihm zurücklaufe, dann werde ich ja sofort beschossen. Du wirst sofort beschossen. Das Blöde ist, wenn du nichts mit ihm machst, wirst du danach trotzdem in der Runde von allen Seiten von ihm mit ihm beschossen. Also das ist halt, du kannst halt nur versuchen, ihn in Sicherheit zu bringen. Beziehungsweise genau, erstmal die Granate rein und danach die Moves benutzen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Ja, ist nicht. Aber jetzt hat er, warte mal, jetzt hat er sein... Ach shit, das ist, die Granate hat jetzt Cooldown? Er hat sie doch nicht mal geschmissen. Ach, er hat sie jetzt, er wurde jetzt quasi unterbrochen mit seinem Wurf. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott. Fuck, ey. Die Mission läuft aus dem Ruder. Ja. Ja, genau. Ja, kein Grund zur Panik. Ja, aber gar nicht so ohne, ne? Das noch nicht hin? Nee. Low on ammo! Ach shit, ey, die sind jetzt hier alle total angeschlagen, aber die können mich ja trotzdem noch angreifen. So. Werf mal erstmal eine, mit Diaz erstmal eine Granate rüber zu Sid. Das bringt halt auch so wenig nur, ne? This should help. Ja, aber trotzdem. Bisschen was geht immer. So. Du müsstest ihn mit dem Mulcher irgendwie besser reinkriegen. Ja, stimmt. Der steht in bessere Position, der steht blöd weit weg. So, und dann Overwatch. Ja. Damit er halt mehrfach schießen könnte. Wobei, das haben wir immer noch nicht verstanden, ob mehrfach schießen... Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob das darauf ankommt, wann man das in der Runde macht. Planten ginge noch, ne? Ja, es sind ja nicht die Granaten, die wenig werden, sondern diese Nutzungskosten quasi. Also du könntest quasi eine da planten und dann noch wegrennen. Aber so ist wahrscheinlich sinnvoller, ja. Warte mal, lad mal voll. Hast du noch 2 Punkte? Ne, 3 Punkte sogar. Ja. Oder? Lad mal lieber nochmal nach. Du bist voll leer. I'm reloading. Weil das würde nämlich mit dem Mehrverschuss von Dings würde auch nur gehen, wenn du Munition hast. On the lookout. So. Dann machen wir mit ihr. Sie kann da, glaube ich, mit dem Dings bleiben. Lad sie mal nach. Reload. Und gib ihr mal den Overwatch. Ja. Weil das war ziemlich cool. On it. Okay. So, jetzt haben wir noch Diaz. Gib ich dem jetzt auch Overwatch? Kannst ihn ja. Wie viele Punkte hast du noch? 2. Kannst ja einmal schießen lassen und einmal Overwatch. Obwohl, dann hast du eh nur einmal Schuss drin. Gut, ich lade halt nach. Ja.
Feel safer already. Habe ich eigentlich ein begrenztes Munitionskontingent? Nee. Es sind nur die Reloads quasi. Keeping watch. Reload! Oh, this better work now. Get ready. Shit. Das ist eh kaputt. Aber immerhin, das Loch ist kaputt. Naja, sind ja auch genug rausgekommen. Threat neutralized. I see you. Irgendwas trifft da irgendwas. Engaging! Oh nein, ja, das war's. Und den kann ich theoretisch mit der Kettensäge holen. Weil der Overwatch geht nur bis dahin. Fuck. Wie cool ist dieses Spiel, ey? We're up. For the Queen. What? Das kostet mich einen Actionpunkt. Ich zersäge aber besser den. Du bist aber voll im Dings drin, ne? Oder? Achso. Vielleicht erst die wegschroten. Nee, aber der Konus geht nur bis hierhin. Also ihr könnt mich ja halt direkt anschießen. Das geht halt dann. Ja, dann vielleicht erstmal. Hä, sie ist all out. Sie haben muss reloaden. Sie hatte nur 3 Schuss. Gonna reload. Ich glaube, Overwatch-Schüsse verbrauchen auch Munition. Ja. Oh, come on! So, jetzt räumt der Mann den Walcher, räumt jetzt mal auf. Ja. Kannst du Diaz danach mal versuchen, hinter diesen Truck zu bringen? Jetzt knallen wir erstmal den ab. Gibt es denn von ihm irgend so eine Art, es gibt nicht so eine Art Niederhalten-Skill, oder? Nee. Kriegt er vielleicht noch. Kriegst du, er hat ja eine Granate dabei, kriegst du die Granate irgendwie da hinten reingeworfen? Das wäre eine gute Sache. Müsstest du ein bisschen dich vorbewegen. Könntest du aber machen. Auto. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ja, aber wenn, sonst bin ich ja total exposed. Ich brauche ja irgendeine Deckung. Ja, ja. Könnte gerade so reichen. Ich probiere es. Ja, versuch mal. Ja, irgendwas war da gerade eben. Das ist wie bei X-Core. Was ist hier so reindengeln? Nee, dann bleibt die hier so. Ja, das erwischt aber keinen. Aber gerade eben war ein so ein Totenkopf wurde angezeigt. Ah, siehst du? Siehst du das? Na ja, dann los. Outgoing friend! Über Bande. Geil. So, wer hat noch? Sid hat auch noch. Wie viel hätte denn Sid auf den? Den kriegt er eigentlich hin. 80. Hau ihn weg. Ammo's going dry. Und Sids Granate hat aber noch 4 Züge. 17. 17 sei es zu schwach. Interrupting musst, Shot 53%. Das ist aber Quatsch, da geht ja keiner rein in den Ding, verschwendest du nur. Einfach ja. Overwatch. On the lookout. Nein, halt, halt, okay. No, nein, er hat die Pistole genommen. Ja, ja. Ja, Leute, das sind die Dinge, die ich hoffentlich in den nächsten 20 Stunden nicht noch dauernd mache. So, wie sieht's hier aus? Das ist natürlich viel zu weit. Ich kann ihn natürlich jetzt hier erstmal hinstellen und overwatchen lassen. Und die können laufen hier bestimmt auch entlang. On it! Bring it on, Grubbs! Been doing this a long time. Your talent. Das hat doch gar nicht so schlecht funktioniert. Ja. Time to shred some grubs. Dann fang doch mal an mit ihr, mit, wie heißt sie denn? Aha. Spectre. Geh doch mal mit getarnt mit ihr, dass du die von hinten erwischen kannst. Kann man eigentlich hier ranzoomen? Also nee, ich kann nur so. Es gibt so Ebenen hoch und runter. Ich weiß halt nicht, wo sie da. Es kann sein, dass. Ich weiß nicht, ob sie da erwischt, ob sie da gesehen wird oder nicht. Ich weiß nicht, wie diese Tarnung funktioniert. Sonst hätte ich jetzt eher gesagt, mal um den Dings rum, also um den
Fragen rum. Ja. Steht sie hier blöd rum. Ja, aber in der nächsten Runde kannst du sie ja dann in die Position Punkte bringen. Nö, hab ich nicht. Nee. Nee, du bist, bist auf Diaz. Aber dann geh doch Diaz rechts rum. I'm listening. Hier, also so rum. Ja. Ja, aber erstmal den Kleinen da fertig machen, oder? Obwohl, nee, nimm ruhig Diaz um den hinten rum. Obwohl, der Dings ist näher dran, der wie heißt er, der, wie heißt denn er? Tyrone? Der heißt Wolf. Wolf. Tyrone Wolf. Shepard. Ach halt. Dann lieber mit Diaz auf den hier vorne. Genau. Der hat überhaupt kein Schussfeld auf den. Also müsste eigentlich Diaz auf den schießen und dann im nächsten Zug noch. Ammo's low. Jetzt haben wir mal den restlichen Punkten. Tell your friends, asshole. Weit es geht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man versucht mit Wolf weiter außen rum reinzukommen. Yep. Hier Overwatch jetzt hier schön weiter. Wie sieht's mit Munition aus? Halt nachladen erst. Fully loaded. Dann Overwatch. I've got Overwatch. Und dann mit dem versuchen. Wie viele Punkte habe ich noch? Ein. Mach mal Reload. Jawohl, das geht auch. Ja, weil wenn. Falls sie sich doch bewegen. Lass ich die lieber anrücken und reinlaufen, als dann. Eye sharp! Got another wave inbound! Diese Schlingel. Ja, das geht. Das ist doch geil, wie immer diese. Oh. Die Schatten da so entlang fliegen. Alter Falter! Ach du Scheiße! Oh Gott. Alright. Es wird nicht langweilig. Nee, aber hallo, ey, das ist echt tricky. Entscheiden wir aber hier erstmal mit. Scout reporting in. Ist hier immer noch getan? Nee, das war doch von einem zu. Nee. Ach, das ist nur. Ich dachte, das ist dann so lang. Quasi. Ah, okay, naja, gut. Ja, geh bis da. Nee, ich bist nicht alle drei. Bis dahin. Aber da hast du kein Schussfeld. Scheiße. Aber bring sie trotzdem lieber in Sicherheit da hinten und setz einen Cone. Nee, jetzt hat es 3 Punkte gekostet. Oder nee? Geht sogar noch. Nee, einen hast du noch. Ich kann nicht. Kann nur so. Ja, aber reicht ja. Let's do it. Wir müssen eh hier hinten jetzt wieder Stellung beziehen. Wir müssen die nach hinten kriegen. Soweit es irgendwie geht. Das ist dumm, dass ich diese halbe Zeit hier. Ich könnte jetzt einfach versuchen, hier direkt. Der ist aber, glaube ich, im Overwatch drin, oder? Scheiße, wie weit ist. Shit. Oder? Ja, das ist noch ein Overwatch hier. Die Nasen sind die schon dran. Scheiße. Okay, also der kann sich eigentlich nicht bewegen, der kann sich bewegen und den ausschalten. Das heißt, einmal schießen. Ja. Vorsicht, da ist die Pistole. Danach musst du eh nachladen. 74, sieht gut aus. Mann! Shitty! Fully loaded! Ja, aber einen hast du ja noch, ne? Ja, einen Schuss hast du. This better work. Yes, man kann das Ding ihn jetzt hinrichten. Yeah. Here. Moving up. Neutralize. Tell your friend. Wir hasten jetzt noch. 2 Punkte, das ist einmal schießen, einmal Overwatch. Ja. Dann schau mal, wo du. Ja, sehr gut. Scheiße, ist leer. Die kleinen Dosen, die da rumlagen. Scheiße, ist leer. Dann mach Overwatch mit der Pistole. Ja. Oder so. Oder so ist besser. Nee, leg die doch auf die, da wo die. Na, wo ist. Ist immer näher. Die nehmen, die näher dran sind. Der Redburn hat ja auch noch. Der hat sogar noch. Ja, einen hat er noch. Ja, dann legst du so über Kreuz. Sieht gut aus. Cool. So, dann könnte jetzt der sich einfallen. Du hast sogar 4. Schau mal, du hast mit ihm sogar 4. Du könntest den hier hinten ausschalten, der beim Redburn so. Würdest du hinkommen? Ja, um 10%. Aber nicht.
Du musst halt näher ran. Also du hast ja Bewegungspunkte. Was, so rum oder außenrum? Eher hintenrum. Weil du musst dich ja dann eh da in Deckung begeben. Das kostet mich zu viel. Ach doch, ja, da könnte ich nochmal schießen. Ja. Besser als nix. Ach, leck mich doch am Arsch. Das war dann 10 cm. Der XCOM-Moment, ja. Der XCOM-Moment. Oh Mann, ey. Ja, aber guck, für den hat's gereicht. Der ist tatsächlich in den Overwatch-Code reingelaufen, den wir gemacht haben. Oh, shit. Nice try, asshole. Nein, der ist genau andersrum gelaufen. Hä, wollte der nicht hier overwatchen? Der hat schon geschossen. Oh nein, nicht Sid. Nein. Ich muss ihn nach hinten in Sicherheit bringen. Oh nein. Ja, aber ist er jetzt erstmal nur down. Ach so, ich dachte, das Mission sofort failed. Du kannst ihn nochmal retten, ist ja wie im Shooter. Okay. Das heißt, jemand muss zu ihm hinlaufen. Du kannst mit ihm auch zu jemandem hinkriechen. Also Sid hat ein bisschen Zeit, um irgendwo hinzukriechen. So, das heißt. Awaiting order. Der kann ihn jetzt steht aber total beschissen dann. Ja, ja. Du musst ihn ja nicht in der Runde schaffen. Also, du hast noch ein bisschen Zeit, du hast nicht. Dann knall ich jetzt erstmal. Ich glaube, erstmal mit ihr hier hin. Ja. Knall den einen noch ab. Wobei, den muss ich nicht abknallen, sondern. Ach doch, weil wenn ich ihn jetzt finische, steht sie wieder hier auf. Wobei, ich habe da noch einen Punkt. Was ist das hier eigentlich? Ja, aber du willst ja dann lieber den Cone legen für sie. Lass den mal wegkriechen in der Runde noch. Gib dem mal noch eine Runde, ist egal. Nimm mal lieber. Nachladen? Und dann lieber einen Cone setzen in die Richtung, dass du Dings schützt. Sid. They won't get past me. Ja, dann laufen wir doch mal, würde ich sagen. Ja, die Granate kannst du eh noch nicht benutzen gerade wieder. Wie weit würdest du denn kommen? Bei der hier gar nicht, weil der Weg abgeschnitten ist. Die haben mich komplett eingekesselt, kann das sein? Ach, guck mal, du kannst dich nicht bewegen. Was ist denn auf der 5? Was liegt denn auf der 5? Der Taste 5, was ist denn das? Finish a downed enemy. Das ist halt der andere. Aber ich kann mich jetzt echt nicht bewegen, oder? Was ist auf der 6? Was ist auf der 6? Revive den kaputten Sid. Ach so, okay. Hey, wieso kann ich mich denn nicht... Mach mal die Lancer wieder an. Dann zersäge ich jetzt einfach. Ja. Kann ich mehrere zersägen? Wahrscheinlich nacheinander. Oh, ist das fies! Opportunity Attack! Oh. Was soll denn das jetzt sein? Oh, krass, ey! Second Wind. Second Wind. Hab ich das als Perk oder was? Weiß nicht. Ich glaube, ich kriege dich erstmal weg. Die hatten halt einen Wurf, um sich. Um quasi deinen Chainsaw Attack abzuwehren. Ein Glückswurf. Aber soll ich jetzt nochmal hier Second Winden und dann versuchen, Chainsaw Attack zu machen? Kannst du ja mal machen. Alright, I think I'm good. Need a medic! Wieso geht das nicht? Weil du leer bist. Ach, hä, warum muss die denn. Aber dann nimm die Pistole lieber für den nächsten. Und dann schieß halt drauf. One shot left. Scheiße. Mission Nummer 2 übrigens. Ist der leer? Ja, natürlich ist er leer. Reload. Und wir feuern. Dann schieß einmal auf den Typen hinter dir. Oder kommt oder erwische den? Aber 23 Schuss, kann der 23 sich, kann der sich wieder reviven oder bleibt der jetzt einfach so, bis ihn jemand aufstellt? Der bleibt, eigentlich müsste ihn jemand aufstellen. Ich weiß nicht, ob der auch so ein Second Wind Ding hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist was für die Spieler.
die habe ich kein Schussfeld. Die hast du kein Schussfeld. Dann mache ich lieber einen Cone. Oder soll ich mal auf den schießen? Naja, und dann 23%. Kannst ja einmal auf ihn, du kannst, wie viel hast du denn? Wie viel Züge dann hast du denn? Also naja, dann mach einen und dann machen wir danach einen Cone. Das hat ihn zumindest bei mir erwischt. Ja, ein bisschen. Oder lieber so. Ja, setze lieber voll rauf. Also so. Ja. Bring it on, I'm ready. Scheiße. Oh Gott. Das hat er jetzt zum Beispiel, hat er jetzt nur einmal geschossen. Komisch. Nein. Das Game war's, over. Oder? Shit, das war's. Low Blast Checkpoint. Das machen wir dann in der nächsten Episode von Gears Tactics. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.